Wir sind hier vorm Hotel Sacher am Set für den neuen Prime-Video-Film. Und jetzt lerne ich den Hauptdarsteller kennen. Das ist der Hauptdarsteller Max und du sagst mir heute, wo ihr dreht's. Genau, wir machen jetzt heute Amazon Cribs Movie Edition. Also kommt doch mit. So, also das ist die Lobby. Hinten haben wir den Wagenmeister. Ja. Und hier habt ihr auch schon gedreht? Hier haben wir auch schon gedreht in der Lobby. Da haben wir schon ziemlich viele Szenen gemacht. Jetzt kommen wir hier. Ich weiß gar nicht, wie dieser Bereich, dieses Wohnzimmerbereich, ich weiß gar nicht, wie man den genau nennt. Und hier bauen die gerade den Christbaum auf für die nächste Szene. Aber warum steht da Christbaum? Weil es natürlich ein Weihnachtsfilm ist und dann muss natürlich ein Weihnachtsbaum dastehen. Ne? Macht Sinn. Ja. Und ich habe vorher gesehen, ihr habt sehr viele Sachertorten am Set. Ja. Wie viele hast du schon gegessen? Ich habe das Gefühl, bestimmt schon um die 50 oder so. 50. Aber ich habe mittlerweile einen Trick rausgefunden, damit ich nicht immer die ganze essen muss. Wie denn? Und zwar, dass ich immer einfach kurz bevor jemand kommt und mich sowieso unterbrechen würde oder ansprechen würde in der Szene, würde ich abschneiden und ein Stück nehmen. Und im Moment, wo ich ein Stück nehmen will, dann werde ich halt unterbrochen. Das heißt, ich muss nicht immer so viel essen. Sehr smart. Ne? Ja. Aber weißt du, wie viele Sachertorten im Jahr von Sacher produziert werden? Keine Ahnung. Ungefähr. 150.000. Ein bisschen mehr. 360.000. 360.000, krass. Ja, das ist insane. Aber ich habe tatsächlich eine Sachertorte meinem besten Freund zum Geburtstag geschickt. Eine Originale und die war 3 Tage später da und da hat er sich sehr gefreut. Nice. Ja. Und wo sind wir jetzt hier? Das hier ist die Chillout Lounge des Casts. Hier haben wir den Karl, der den Schwarz spielt. Also dem gehe ich als Figur total auf die Nerven. Ich spiele eigentlich den Karl, der spielt den Schwarz. Nicht nur als Figur. Nicht nur als Figur ist natürlich. Man muss nicht wahnsinnig viel spielen bei uns. Hier spielen wir immer auch Schach dazwischen, um ein bisschen bei Laune zu bleiben, um ein bisschen konzentriert zu bleiben. So, und hier kommen wir zu einer sehr wichtigen Station. Stay hydrated. Trinken wir genug Wasser. Und hier Kaffee. Ist immer schön kühl. Genau, der Kaffee ist auch hier. Da kann man sich immer mal ein kleines Päuschen geben, Tee trinken. Und wo habt ihr nur so gedreht bis jetzt? Oder was war der coolste Drehort bis jetzt? Der coolste Drehort war tatsächlich nicht in Wien, sondern in Schladming. Dort haben wir die Schneelandschaft gedreht, im Schnee. Und ich als Schweizer mit Schweizer Bezug fühle mich natürlich in den Bergen. Oh, sehr schön. Wohl. Aber was Skifahren? Nee, das dürfen wir nicht. Das steht im Filmvertrag, steht keine gefährdenden Sportarten, wie zum Beispiel Fußball oder Snowboarden. Okay. Das steht da drin. Okay. Nee, das kann man leider nicht bringen. Schade. Aber das mache ich, wenn ich frei habe. Ja, passt. Snowboarden, auf jeden Fall. Ja. Wo stehen wir hier? Wovor stehen wir? Die Anna Sacher hat das eingeführt, das ist ein Gästetuch. Und das ist ein Tischtuch und das sind die ganzen Autogramme von prominenten Gästen eingestrickt. Eingestrickt, ja. Ja. Ja, ja. Hast du da auch schon was reingestrickt? Nee, ich hatte leider noch nicht die Ehre. Oh, schade. Aber die Frage wäre, ich habe nämlich, ja, Hillary Clinton. Oha. Steht hier zum Beispiel. Ja, das ist krass. George Tabori. Den ich weiß nicht, wer das ist, aber nicht, ja. Hannah Tulnik, ja. Genau. Und jetzt gehen wir zum Set, wo heute gedreht wurde. Können wir direkt in den Raum reingehen? Dürfen wir? Ja, da stehen Sie schon bereit mit der Kamera. Wahrscheinlich muss ich jetzt gleich, aber wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz rein. Hier, dort mit der weißen Maske, dort, das ist die Regie, die Regisseurin, Tine Rogol. Der toll, das ist der Kameramann, der Andi. Ja, und hier ist die ganze Gang. Und dort, wo jetzt die Regie sitzt, dort sitze ich jeden Tag, jetzt seit wir im Sacher drin, immer. Und ist jeden Tag eine Sachertorte? Jeden Tag. Entspannt. Mehr als eine. Ja. Tatsächlich, ja. Er setzt sich immer an den gleichen Ort, weil er halt hofft, dass sie reinkommt. Und von da hat er den besten Platz, damit er sie auch entdeckt. Aha. Genau. Wie romantisch. Ja, ist schon sehr romantisch. Ja, das ist das Café Sacher. Hier verbringe ich seit 1,5 Wochen meine Tage. Danke. So, Leute, das war's mit Amazon Cribs hier im Sacher. Wir stehen jetzt hier vorne draußen, wo ich mir dann immer zwischen den Pausen kurz rauskomme und mir ein Päuschen gönne. Und jetzt auch mit Kippe, ich bin raus. Und zum Abschluss unseres Drehs gönne ich mir zum ersten Mal Original Sachertorte. Es ist gut und ich sage jetzt nicht nur, weil die Kamera an ist.